was meine persönlichen bescheidenen Erfahrungen sind, wie Gespräche am besten gelingen. Vor allen Dingen dann, wenn man sich nicht über Banalitäten unterhalten will, sondern schon etwas tiefgründiger plaudern will. Also Voraussetzung Nummer eins, denke ich, aber da wird es schon ganz kompliziert. Man sollte ein bisschen eine Ahnung haben, woher die Gedanken kommen, die man äußert. Da gibt es ja im Gehirn im Wesentlichen unter vielen anderen Abteilungen die zwei, würde ich sagen, wichtigen Grundabteilungen. Die Abteilung mit den Vorurteilen, mit den Urteilen, die weniger von einem selber erarbeitet wurden, durch bewusstes Nachdenken und Informieren, sondern die im Wesentlichen, ohne dass man es merkt, in diese Abteilung hineingerutscht sind. Da gibt es einen Türsteher und er hat nicht gemerkt, dass da ungebetene Gäste sind. Das ist die eine Ecke. Habe ich ja schon tausendmal erläutert auf meinen Videos. Und die andere Ecke ist eben die, wo man sich ein bisschen Zeit nimmt, um sich zu informieren, um zu googeln, abseits von Fake News, um sich Wahrheiten zu nähern und Argumente zu sammeln. Und für ein Gespräch ist die erste Abteilung deswegen nicht hilfreich, weil sie sofort zumacht, blockiert, stur ist, verbohrt ist, wenn jemand was sagt, was nicht zu dem passt, was in dieser Abteilung gespeichert ist. Ja, Vorurteile gegenüber Minderheiten, Religionen, Rassen, Hautfarben, Juden insbesondere, aber auch anderer Minderheiten. Also Diskriminierung, die eigentlich einer rationalen Bestandsaufnahme nie standhalten, sondern wo man immer sehr schnell feststellt, diejenigen, die diese Diskriminierung in Mode gebracht haben, da muss ja immer einer irgendwo ein ganz großes Interesse haben und viel Einsatz zeigen, die das in Mode gebracht haben, denen hilft das irgendwie. Und der Rest, das sind die Klaköre, die er braucht, um im Beifall zu klatschen. Während die andere Abteilung ist die, wo man durchaus dazulernen will, auch kein Problem hat mit dem Dazulernen. Und daher auch bereit ist da, und das ist das Wichtigste überhaupt, sich die Argumente des anderen anzuhören, weil einem die ja ermöglichen, etwas dazuzulernen. Und sie ermöglichen einen Dialog. Und es ist ja nur der Dialog und es ist ja auch nur der Kompromiss, das Aufeinanderzugehen, das uns weiterhilft. Es hilft uns ja nicht, wenn wir 10.000 Gespräche führen und wir sind immer noch Lichtjahre voneinander entfernt, ohne dass einer bereit ist, ein Zugeständnis zu machen, dem anderen entgegenzukommen. Also wenn du merkst, dass jemand schon innerhalb kürzester Zeit blockt, alle deine Sätze abblockt, dich vielleicht gar nicht zum Reden lassen kommen will aus purer Angst, du könntest ihn verunsichern, dann noch gut aufpassen, ein paar Testfragen einsteuern, an denen man dann merkt, wes Geistes Kind die Person ist. Und dann passiert das, was mich eigentlich ohne Ende frustriert. Dann muss man einsehen, es hat keinen Sinn. Da kommt man nicht weiter. Das sind nun zwei Menschen, die vielleicht vorher noch befreundet sind und gehen dann total gefrustet auseinander und hassen sich von dem Tag an. Also hassen kann ich ja nicht, leider,
ist das dann immer einseitig, aber dafür umso deftiger. Mich hassen dann Menschen abgrundtief, vielleicht bis ans Ende meines Lebens. Ja, damit muss ich klarkommen. Es ist insofern nicht der ganz große Schaden, weil, ja, was soll ich mit Menschen anfangen, die nicht in der Lage sind, mit mir Argumente auszutauschen, sondern die eventuell die Meinungshoheit über mich erringen möchten, was sie gar nicht können, weil ich keine Meinung habe und damit auch keinen Anspruch auf Meinungshoheit erheben kann. Ich bin ja nur ein armer, kleiner Gedankenspieler, dessen Denken sich ständig verändert. Und so eine Veränderung, vor allen Dingen so eine schnelle Veränderung, die kann ja immer nur dort passieren, wo bewusst nachgedacht wird. Wo die festen, die starren Überzeugungen eingemauert sind in Blei, da muss man ewig arbeiten, ewig und 3 Tage, damit da mal eine klitzekleine Veränderung passiert. Also, zweite Voraussetzung, wenn dann jemand so weit ist, wirklich mit dir zu diskutieren, ist, dass er nicht gekränkt ist, wenn jemand anderer Meinung ist und er nicht Recht bekommt. Wenn es also den Eindruck ergibt, da wüsste jetzt ausnahmsweise, wenn auch nur in diesem einen speziellen Punkt, einer mal mehr als er, der ja der Allwissende ist. Also diese Verbindung, die es vielleicht im Sport gäbe, dass ich stolz darauf bin, Weltmeister zu sein, die ist im Sport eigentlich ganz anders. Weil man zwar stolz ist, wenn man gewinnt, aber man ist nicht gekränkt, wenn man feststellt, da ist jemand besser. Man ist nicht persönlich gekränkt, denke ich mal. Also ich war nie gekränkt, ich habe viel verloren. Der war halt einfach besser und fertig. In einer Unterhaltung gibt es Menschen, die nehmen das persönlich. Und da habe ich frühzeitig mit 17 schon, glaube ich, den Begriff wertfrei gelernt.